Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu Tattletale. Warum ich das jetzt ankündige, werden sich manche von euch fragen. Denn Tattletale werde ich quasi zweimal verwenden. Einmal als jetzt für das Weihnachtsevent und später werde ich dann das, was ich jetzt aufnehme, nochmal in einzelne Folgenkarten nochmal als normales LP nehmen. Einfach damit ich das archiviert habe. Und wir starten mal ein neues Spiel. Frosty Nights hatte ich hier im Weihnachtsevent auch vor, werde ich aber jetzt rauslassen, weil Tattletale eine gewisse Zeit brauchen wird. Tattletale wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen. 20. Dezember 1998, 5 Tage vor Weihnachten. Das ist eigentlich das perfekte Horrorspiel für Weihnachten. Es ist einfach super. Task, open your Christmas present early. Ja, das macht man eigentlich nicht. Weihnachtsgeschenk früher öffnen. Am Anfang ist ja noch alles gut. Es wird erst später scheiße. Watch the yellow icon on the top right to see when you are making noise. Gut, mache ich mal mein Weihnachtsgeschenk auf. Da ist es ja. Oh. Mal sehen, was ich so zu Weihnachten bekomme. Ein Tattletale. Hallo. You're in big trouble. He really eats. Grab some food from the upstairs fridge. Machen wir doch direkt mal. Füttern wir mal Tattletale. Happy Birthday! Nee, Merry Christmas. Me, Tattletale, me love you. Das Spiel ist ganz schön laut. Brushable hair. Use the brush in the living room to clean Tattletale. Machen wir doch sofort. Wo ist der Brush? Da ist er. Okay, dann verpacken wir Tattletale mal wieder. Ich will das sein, nur dass das Spiel echt tatsächlich verdammt laut ist. Be tired. It's dark. Ja, es ist dunkel. Oh mein Gott, kann ich nicht. Was ist denn das, wenn ich Escape halte? Okay, nachdem ich Escape gedrückt hatte, musste ich nochmal von vorne spielen. Weil es keinen Save Point gab. Ich wollte eigentlich jetzt Optionsmenü, um es ein bisschen leiser zu machen. Ich bin herausgetastet und hab's über Windows ein bisschen leiser gemacht. Ja. Go to bed. Gehen wir doch ins Bettchen. Puh. Die Sounds klingen gar nicht gut. Die Tür ist offen. Hallo? Ich glaube, da ist keiner. Weil dass die Haustür offen steht, gefällt mir auch gar nicht. Vor allem mit der offenen Schlafzimmertür und dann gehe ich einfach ins Bett. Das ist nicht gut. Dezember 1998, 4 Tage vor Weihnachten. Okay. Investigate the clunking noise. Das Spiel ist ganz schön dunkel, oder? Holy shit.
Okay. Da hinten. Die Waschmaschine macht Unsinn. Oh, das dauert so lange. Halt die Schnauze. Fällt mir gerade mal ein, gab's nicht Ostereier? Let's play a game. Oder sind die nicht da, weil ich... Kann sein, dass sie nicht da sind, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt habe und vergessen habe, Data Wipe zu machen. Das könnte es sein. Ja, ich sehe es. Ich habe auch die goldene Taschenlampe, weil ich... Okay. Ich erinnere mich. Okay, ich dachte, weil ich auf New Game geklickt habe, würde das zurückgesetzt werden, aber wird es scheinbar nicht. Okay, wir haben die roten Augen gesehen. Some events and creatures make your flesh go. Ja, ich verpack dich mal schnell wieder. Go to bed. Machen wir doch auch. Die goldene Flaschenlampe. Die goldene Taschenlampe, Flashlight, die bekommt man, wenn man das Spiel schon einmal durchgespielt hat. Dadurch, die leuchtet länger als die normale Taschenlampe, die man im Spiel hat. Don't answer the phone. Da ist ein Karton. Wer klopft da? Der Karton war vorher bestimmt noch nicht da. Okay. Keine Lust mehr. Halt die Klappe. Ich geh ins Bett. Kannst klopfen, so viel du willst. 22. Dezember 1998. Drei Tage vor Weihnachten. Ich glaube, jetzt geht's langsam richtig los. Ich befürchte. Investigate the grinding noises. Das klingt mehr wie eine Todesfee. Das ist laut und klingt furchtbar. Children thought that Mama would never find them as long as she couldn't see them. Turn the page. But Mama could still hear the children. The pitter-patter of their little feet led Mama right to them.
turn the page. Then Mama found the children, every last one, and put them right back to bed. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hasse es. Ich hasse es. Was hast du denn da gemacht? You're in big trouble. Show me Mama. Okay. You're in big trouble klingt natürlich auch gut. Playtime for these big on. Ja, Mama Tattletale ist blind, kann aber sehr gut hören, deswegen... Na gut, verpacken wir dich mal wieder. Clean up Tattletales Mess. Machen wir doch. Ich muss sagen, das Spiel ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ein ziemlich cooles Spiel. Es gibt viel zu wenig weihnachtliche Horrorspiele. Okay, alles gut. Oh, da bekommt man echt ein bisschen Angst immer dabei. Aber kill the flashlight, get away before you shake again. Ja genau, erst mal weggehen und dann wieder schütteln. Ah, only attacks when you make noise. Go to bed. Don't answer the phone. Alles klar, ab ins Bettchen.